In diesem Sinne begrüße ich euch herzlich zu einem Infovideo von Xperia Gaming. Hier bin ich mal, der Thomas, und werde jetzt einfach mal meine persönlichen Sachen einfach mal raushauen. Unabhängig von XPG vor allem, da jetzt gleich ein bisschen was fliegen wird. Naja, aber auch gute Sachen. Zuallererst wünsche ich allen frohe Festtage. Ich meine, wir haben jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme 24. Heiligabend. Nur euer und zweiter Weihnachtsfeiertag, dann ist es auch schon vorbei. Ja, aber vor allem, falls man sich vorher nicht sieht, hört, whatever, auf jeden Fall einen guten Rutsch, schon mal im Voraus, bevor ich das später vergesse. So, dann fangen wir mal an mit den Infos. Und zwar, erstmal habe ich mir aufgeschrieben, also Info zu 1K Abos. Ja, wir hatten ja zum Zeitpunkt des Infovideos, lass mich kurz gucken, das war am 20.11. Schon die 1000 Abos geknackt. Wir sind jetzt momentan Stand bei, komischerweise, aber ich weiß auch, womit das zu tun hat, also komme ich später mal drauf, tut mir leid, bei 998, sprich unter 1000. Ich meine, wenn man uns nicht mal aktiv zuschaut, warum auch nicht? Lieber 900 aktive Zuschauer als 1000 passive, kann man so sagen. Ja, wie gesagt, weil wir die 1K-Abos schon hatten, möchte ich dazu gesagt haben, wir haben kein Special gemacht, eben halt wegen der Umstände, die wir zum 10. Zeitpunkt hatten. Spaltung von Xperia Gaming 4K YouTube-Kanal von Xperia Gaming 4K Community, welche ja aufgelöst worden ist. Ja, kann man mal so gesagt haben. Deswegen kam halt, wie gesagt, kein 1K-Abos-Special. Wird sich irgendwann mal nachholen, wenn wir die 1000 Abos geschafft haben und die auch konstant bleibt und eher höher als die Regel. Da gibt es sicherlich dann irgendwas Nettes zu gewinnen. So, dann habe ich als nächstes Punkt Twitch. Und zwar, ich habe mir letztes Mal wieder ein bisschen mit Twitch auseinandergesetzt, da ich ja auch vielen Twitch-Streamern ja auf Twitch folge. Und mir ist aufgefallen, dass man bezüglich Streaming, zumindest bei einigen Sachen, auf jeden Fall bei Twitch mehr Vorteile hat. Ja, hat halt nicht so das Problem mit der GEMA und so weiter ist, und deswegen, so werde ich zumindest handhaben, wie Fabian das macht. Ich denke mal, Fabian wird dann sonst weiter auf YouTube streamen. Klar, wir werden auch auf YouTube streamen, aber ich denke mal schon, dass es ein paar, vor allem bei einigen Games, eventuell nur exklusive Streams auf Twitch geben wird, weil es halt sonst wirklich Probleme gibt wegen GEMA und so, aber da muss man halt ein bisschen mehr aufpassen. Mein Twitch hat da jetzt ja irgendwas mit der GEMA besprochen, aber so für wahre Münze halte ich auch nicht gerade alles, ne? So. Das nur dazu, ne, weil wir haben da halt wirklich ein paar mehr Möglichkeiten als auf YouTube. Wie gesagt, ich verlinke mal unten die Twitch-Accounts, dann könnt ihr da mal ganz aktiv mal ein Follow da lassen und kriegt auch immer eine schöne E-Mail, wenn es online geht. So, dann eine erfreuliche Nachricht, wo gerade der Winter und der sowas anfängt, bis Weihnacht und Winter-Sale von Steam. Wo Winter-Sale könnte problematisch werden, aber wir haben es geschafft, mit unserer Abozahl eine Partnerschaft bei MMOGA zu bekommen. Dies hat Vorteile. Ich habe einen Link von uns und wenn ihr dann was kauft, unterstützt ihr uns somit damit. Kriegen wir eine kleine Provision. Und ich denke mal, ihr kriegt das bei MMOGA. Ich meine, wenn ihr das sowieso kauft, kann man das ja machen. Und somit haben wir dann das, was wir da als Provision kriegen, haben wir dann gesagt, werden wir dann für Verlosungen und sowas benutzen. Ja, weil dann können wir das von schönen Games kaufen und so weiter. Wie gesagt, wenn ihr bei MMOG kaufen wollt, das ist ja relativ günstig, vor allem jetzt zur Winterzeit, kann man mal überlegen, dorthin zu gehen und dann dort sich ein paar Games zu holen und mit dem Link uns zu unterstützen. Wie gesagt, alles unten in der Beschreibung. So, da mal ganz kurz, ernstes Thema, wie soll es weitergehen? Ja, ganz ehrlich, da bin ich überfragt, aufgrund des nächsten Themas gleich. Also werde ich da mal kurz was zu sagen. Ja, wie wird's weitergehen? Ich weiß jetzt nicht, ne? Klar, wir wollen jetzt gucken. LS17 Feuerwehr, die erste Aufnahme ist raus. Muss man mal gucken, dass da mal mehr kommt. Aber vor allem, wir brauchen dafür die Mods. Ganz wichtig, weil mit zwei Fahrzeugen oder was das sind, kann man leider auch nicht viel machen, wie bei LS15. Ich bin auch schon überlegen, das abzuklären, dass wir dann vorübergehend erstmal LS15 wieder machen oder gucken, dass die Mods rüberkommen. Naja, mal gucken, wie es da weitergeht. Naja, aber wie beim letzten Video schon gesagt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder irgendeinen Wunsch, das und das Game möchtet ihr sehen, haut das unten in die Kommentare. Kann nur gut kommen oder ja, schlimm eigentlich gar nicht. Ne? So,
dann zum mehr oder weniger letzten Thema, und zwar die schöne Community Gaming Forever. Wer es nicht mitgekriegt hat, Xperia Gaming 4K ist ja eigentlich damals die Community gewesen, bis eben halt zum 20.11. hat sich dann aufgrund interner Streitigkeiten mit Teilnehmern und so weiter, hat die Community-Leitung gesagt, wir lösen das auf, weil es hat keinen Sinn mehr, es gibt nur Zoff und so weiter. Da brauchen wir nicht weiter klären. Wir haben schon 100 Mal versucht, das zu klären, ist nie was draus geworden. Guck, bis wir dann schlussendlich gesagt haben, wir lösen das auf. Daraufhin sind ja die noch übrig geblieben sind, mehr oder weniger, haben dann ja Gaming Forever gemacht. Ne? Sind auch eigentlich im Guten auseinandergegangen, schlussendlich. Wie man auch an dem ersten Kommentar, was ich hier einblenden werde, sehen kann. Ne? Die haben ja geschrieben, sehr schade. Und haben Infovideo, ich glaube, das ist da sogar noch. Standby, ich habe es ja gerade mal offen gehabt. Ne, das ist da sogar noch, sehr schade. Ne? Finden wir auch, oder fanden wir zumindest, meine Nachhinein, ne? Eine Wurst hat immer zwei Seiten. Und da nämlich auch, weil es fing danach nämlich an, mit unter einem Livestream eine große Kommentarsammlung, 3 Stück von dem netten Herr Leon, einen vom T-Mox und einen vom Felix, wo ich auf jeden Fall weiß, dass der Leon und der Felix dort die Community-Leitung sind und ein sehr erwachsenes Verhalten dort zeigen. Mal ganz nebenbei. Na gut, T-Mox. Kann man jetzt sagen, wie man will. Kann man als ernste Frage sehen oder als Hater-Frage, weiß der Geier. Ja, und dann halt ging es immer weiter, dass der Herr Leon vereinzelt Kommentare oder eigentlich unter fast jedem Video gehauen hat. Die habe ich natürlich umgehend gelöscht. Screen gemacht für dieses Video und gelöscht. Ja, warum soll ich das da lassen? Ich zeige euch mal die gesamte Sammlung von den 4-5 Kommentaren, was das da sind. Dann nochmal ein schönes Bild von dem Herrn Leon Steam Chat. Ja, wie gesagt, wer möchte, kann ihn da auch mal eine Anfrage schicken und ihn auch zu spammen. Ich werde das jetzt mal nicht zensieren. Der hat mir nämlich mal eben richtig hart die Ohren vergewaltigt mit seinem Zuspam aus Steam. Das Bild ist auf einem 4:3 Monitor großgezogen worden, damit ihr mal ungefähr sich vorstellen könnt, wie viel oder er da gespammt hat, wie oft er da irgendwas reingehauen hat. Ich hab mal ganz konkret gesagt, werde ich nicht drauf antworten. Und natürlich auch noch, jetzt da wir ja kein Teamspeak mehr haben, sondern Discord, weil wir es probieren wollten und eigentlich auch gut finden, kam der Herr Matze da ja auch schon entgegen und hat da auch schon ein Fan beleidigt. Ich meine, ist umgehend gelöscht worden, aber ganz ehrlich, muss nicht sein. Ich weiß nicht, was ihr denkt, was er bringen soll oder so, oder warum. Ihr könnt ja gerne mal eine Antwort dazu dalassen oder eine halbwegs erwachsene Person oder geistig reife Person kann ja mal zu uns kommen und das erklären und vielleicht kann man das Problem generell klären. Ich meine, wir haben eigentlich nichts gegen euch. Ne? Ich meine, ist eure Sache, was ihr daraus macht. Ne? Ganz ehrlich. Jetzt habe ich schon wieder zu viel gelabert. Ja, aber das soll es auch schon gewesen sein für dieses Infovideo. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Könnt eure Meinung gerne mal in den Kommis schreiben. Sofern es kein Hate ist unbedingt. Ich meine, für Hate, gut, über Hater stehen wir drüber, aber wie gesagt, lasst eure Meinung da. Eigene Meinung vor allem. Kommentiert, bewertet. Na, und dann sage ich, wie gesagt, falls wir uns vor Silvester nicht sehen, guten Rutsch ins neue Jahr und wünsche euch auf jeden Fall noch schöne Restfeiertage. Ciao, ciao.